darf sich das auch nicht so vorstellen, dass jetzt die Schweden meinethalb die Stadt belagert haben und dann sind da 2000 Leute durchspaziert. So war das nicht gedacht. Das waren reine Bodengänge. Da sind im Belagerungsfall vielleicht maximal 10, vielleicht 20 Leute draußen an die anderen Ortschaften, um Hilfe zu holen. Oder vielleicht einen Ausfall aus der Stadt auszumachen. Dieser Urwald auf Tonflaschen. Bevor es Glasbierflaschen gegeben hat, hat man Tonflaschen gehabt. Wenn der Luftalarm gewesen ist, ist man von einer Verweildauer ausgegangen. Zwischen 2 und 6 Stunden waren die Leute, bis sie wieder rausgekommen haben. Wie wir da, dann schon fast 19 Jahre, mit diesen Führungen angefangen haben, ist bei der ersten Führung, bei der zweiten, eine ältere Frau mit herin gewesen, die war während der Kriegszeit herin. Die ist plötzlich in Tränen ausgebrochen und hat es erzählt angefangen. Und für einen, der das nicht mitgemacht hat und hoffentlich auch nicht mitmachen muss, war das sehr schlimm, was sich abgespielt hat. Wenn sich einer 1936 ein Haus gebaut hat, dann musste der in einen Neubau schon einen Luftschutzraum mit einbauen. Damals haben sie schon mit nicht gerechnet.